Hallo, vor einigen Tagen habe ich auf YouTube ein sehr schönes Video gesehen mit einer Aufbauanleitung eines 3x3 Meter Tarp zu einer zeltähnlichen Konstruktion. Da sitze ich gerade drin. Schauen wir uns die Sache mal von draußen an. Schauen wir uns das Tarp jetzt mal von außen an. Für dieses Tarp-Setup benötigt man 10 Zeltheringe. Leute, die auf Gewicht achten, werden jetzt sagen, 10 Zeltheringe, das ist aber nicht unbedingt Gewicht, was ich rumschleppen möchte. Da entgegne ich dann aber, dass man bei diesem Tarp-Setup wirklich den optimalen Schutz vor Wind und Wetter hat. Baut man dieses Setup auf bei windigen Bedingungen, sollte man unbedingt darauf achten, dass das Tarp so aufgebaut ist, dass der Wind die Rückseite angreift und nicht in den Eingang hineinweht. Das wäre nicht so toll. Hier sieht man nun den Eingang. Dieser kann bei Bedarf, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich schütten sollte wie aus Eimern, nochmal verkleinern. Man löst auf beiden Seiten des Eingangs diese Schnüre, klappt das Tarp nach innen auf beiden Seiten und verbindet diese Schlaufen mit dieser Zeltleine. Dann hat man fast einen geschlossenen Eingang und ist somit noch besser vor schlechten Wettereinflüssen geschützt. Der Innenraum bietet sehr viel Platz für mindestens zwei Personen und im Notfall haben hier sogar drei Personen Platz. Dieses Tarp-Setup gefällt mir wirklich sehr gut, denn es ist zum einen schnell aufzubauen, es bietet eine Menge Schutz vor schlechten Wettereinflüssen, ob das jetzt Regen ist, Schnee, Wind oder Kälte. Ganz wichtig ist auch der Innenraum. Er bietet so viel Platz, dass dort mindestens zwei Personen bequem übernachten können. Und im Notfall ist dort auch noch Platz für eine dritte Person. Ich hoffe, dieses Video war für euch ein wenig informativ und ich konnte euch eine Anregung geben und sage dann mal Tschüss.